So, Hallihallöchen, Hans und Peter und Felix. Ja, hallo. So, wir machen weiter mit Darksiders Genesis. Also das empfohlene Level wäre jetzt halt 305. Ja. Ja? Und ich bin 120, ja. Ja? Du willst trotzdem? Natürlich. Ach du Scheiße. Alles klar. Auf in die Inferno-Kammer, wo ein Objekt liegt, was Lucifer begehrt. Wir wollen nicht, dass Lucifer das in die Hände fällt. Sie dient dem Schmieden von Waffen, um den Mächten des Himmels zu trotzen und um das Werk der Erschaffer niederzureißen. Wollen wir dann auch ein bisschen was niederreißen? Unsere Aufgabe ist es, den Blutkern zu finden. Klar, aber wir können dabei doch Spaß haben. Ach, yeah. Strife ist ein kleiner Komiker. So, da haben wir auch den Beschwörungsstein. Ich geh einfach wieder nach Hause. Kein Bock. Oh ja. Nee, warte, geht's hier geht's offiziell lang. Ich dachte, das wäre der Rückweg. Wie sind wir denn da oben gelandet? Hallo. Ah, nee, im Magnet. Kann man das ganz hoch? Nee. Nee. Okay, machen wir ein Wettrennen, wer zuerst unten ist. Warte. Hier. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ah, natürlich. Erster. Na warte, du wolltest da runter? Oh, ich habe Goldbarren gefunden. Keine Ahnung, wo ich runter wollte. Hier ist noch irgendwo eine Truhe. Die Truhe liegt aber oben. Ja, hier ist sie doch. Richtig. Oder? Also okay. Laut Karte war die irgendwo oben. Aber die Karte, die zeigt auch ganz gerne, also... Ja. Ich bin halt jetzt echt besorgt, so ein bisschen, wie viel Damage für den Gegner, obwohl es geht eigentlich. Ich mach den halt keinen Damage gerade. Ja. Gehen wir da hoch. Da ist auch ein Gegner. Ich krieg den nicht. Cool. Wir haben 11 Fährmannsmünzen im Level. Also ja, wird es wahrscheinlich auch so eine halbe Stunde dauern oder so. Mhm. Ist hier noch irgendwas? Nee, aber da ist eine Fährmannsmünze. Oh ja. Ah! Jo, passt. Oh mein Gott. Okay. Richtig. Hui! Und... Hui! Eisige Stufen. Oh, hier ist ein Höllenhund. Wuffi! Ah, nee! Nicht beißen. Überraschung. Execute. Oh, guck mal, da drüben ist eine Wand mit schwarzen Augen dahinter. Der schläft nur. Weck ihn doch nicht. Ich muss nur kurz die Fährmannsmünze holen. Welche? Ah ja. Hier geht's rüber. Warte, ich gehe mal ganz kurz ins Craft-Menü. Habe ich noch irgendwas, was ich einsetzen kann? Ne, ich habe keine Kerne. Verdammt. Warum ist hier Schatten? Hallo? Wow, was eine geile Fake-Wand. Okay, hier brauchen wir eine Schattenbombe. Haben wir eine Möglichkeit? Nee. Felix, du kannst hier schon mal das Feuer nehmen und da drüben anzünden und dann nochmal anzünden. Ich suche mal kurz eine Schattenbombe. Jo, oh. Oh. Ah, cool. Neuer. Hier Gegner. Brauchen wir gar keine Schatten. Hä? Geht das auch so auf? Nee, aber hier ist. So. Hä? Ja, ich. Okay. Oh Gott. Ich weiß nicht genau. Hier steht, du benötigst Hilfe von einem anderen Spieler. Was mache ich? Sorry, ich kämpfe gegen ein paar Gegner. Ich kann ja, gar nicht aufpassen. Oh nee, ich sterbe. Ernsthaft? Psych. Also, fast. Also. Ah, ich bin tot. Ich wollte gerade noch executen. Fuck. Oh, okay, ich komm. Sterbe nicht. Ja, schwer ist. Schwer.
Okay. Na, lass einfach die Zeit ablaufen. Viel Spaß. Ah, ich hab doch Tränke, ich bin... Ich mach dem kein Damage. Das kannst du vergessen, ich mach dem kein Damage. Super. Hey, du wolltest schwer. Ja. Oh wow, ich bin hier drüben. Nein! Oh, ich kann executen. Au. Schön. Ja? Ja. Ich möchte leben hier. Oh, Fernkämpfer gibt's auch noch. Ist ja lustig. Wait, wolltest du nicht hier runter? Ja, ich weiß gar nicht, was ich genau wollte. Am besten nicht nochmal sterben. Das ein Verbündeter braucht Hilfe. Du brauchst Hilfe? Ja. Ja, Sekunde. Ich mach hier Business. Oh, was? Schmerz. Schmerz. Hey. Aber ich muss auf Boden stehen, dass ich executen kann. Ist das scheiße. So. Sekunde, ich muss kurz heilen. Habe ich hier irgendwas verpasst? Ja. Hier ist ein... Oh. Okay. Hm? Oben ist ein Lebensstein. Oh, den hole ich mir noch kurz. Fragment. Aber was brauchst du jetzt hier erstmal? Ich weiß nicht. Wo war der Lebensstein? Hey. Hat da. Ja, ich brauche deine Hilfe einfach. Hä, wie bist du zum Lebensstein gekommen? Mm-mm. Musst noch freischalten. Oh. Oh. Jetzt verstehe ich. Ja, eine Schattenbombe, ne? Ja. F. Ah. Na, ich muss von da oben schießen. Ja. Ah. Ach nee. Aua. Obwohl, kann man... Ja, man kann. Sehr schön. Lebensstein. Okay, hol ich mir auch noch. Ist ja lustig. Hui. Ich hab die Schattenbombe. Hä? Wo war die? Hinten. Wow. Hab ich nur bemerkt, weil hier oben ein kleiner Gegner stand. Du musst außen rumlaufen. Habe ich die Schattenbombe richtig geworfen? Nee. Hä, doch, die ist doch da oben. Hä, was heißt außen rum? Da ist doch die Schattenbombe. Aktiviert. Oh. So. Jetzt ist hier aber ganz strange die Situation. Hier sind Fährmannsmünzen. Über mir. Hä, wie kommst du da überhaupt hin? Außenrum, du musst da drüben über die Brücke springen. Und so. Da ist aber nichts Besonderes. Also, hier sind zwar Fährmannsmünzen, aber ich komme da selber noch nicht ran. Ich habe gehört, dass du irgendwie runtergefallen bist. Ja. Vielleicht durch das Ding? Nee. Vielleicht kommen wir da gleich hin, wenn wir darüber das hier aktivieren. Oh, das ist jetzt nee, Truhe. Das ist schon eine Truhe. Teil der obere Abgrundrüstung. Wow. Nicht schlecht. Okay, was jetzt aber... Warte, ich hole mir erstmal, ja, was jetzt erstmal schlecht ist. Ist. Dass ich dieses Ding hole. Ja! Meine maximale Gesundheit wurde ein bisschen anscheinend erhöht. Vielleicht komme ich von hier hin. Oh, ja. Ja, irgendwo glaub, von oben runter. Ja, man kommt von hier, glaube ich, hin. Obwohl.
Ja? Hier ist eine Truhe, die habe ich schon geöffnet, aber... Ah ja. Nice, hab alle drei. Drei sind... Oh. Nein! Ich nicht. Oh nein. Oh nee, Mann. Ja, dann darf ich nochmal. Dann kannst du ja schon mal weitergehen und ein paar Monster klären. Ja, ja. Natürlich. Ja, das ist das Los von denen, die skillfuller sind. Hallo, ihr Hunde. Du kannst die Hunde nicht einfach Hunde nennen. Das ist ja unhöflich. Da oben haben wir noch einen Zornteil. Ja, sag ich schon. Vergiss nicht, dass du Tränke hast, die heilen so ein halbes Leben. Mhm. Just a friendly reminder. Warte mal, ich muss doch nochmal... Will dich doch nur executen. Hä, hey, warte, das Zorn-Ding liegt da einfach so da? Yep. Ist ja le. Er war unsichtbar, ich habe ihn trotzdem geexecutet. Das sah cool aus. Nett. Sehr nett. Okay. Hier oben ist noch ein Trickschlüssel. Anscheinend. Geht's hier weiter, wo ich dazu? Irgendwo, ich weiß auch nicht, ob es hier weitergeht. Ah, ja, hier müssen wir reden. Du hast ein Gespräch entdeckt? Ich habe eine Truhe entdeckt, da brauche ich dich. Wo bist du lang? Ah. Ganz im Osten. Und hier sind auch gleich Gegner, die auf uns warten werden. Die kleinen Drecksäcke. Ah, schön. Siehst du sie da unten an den Wänden? Krähenfüße. Oh, das ist voll aus Diablo geklaut. Oh, das sind alles die Fähigkeiten für dich. Ja, das, komm, das ist voll aus Diablo geklaut. Die haben da auch Krähenfüße. Oh. Zack. Oh, wie viele spawnen denn da? Chill doch, Leute, das war nur eine Kiste mit einer beschissenen Fähigkeit. Okay, warte, wo rüste ich die aus? Strahlschuss, Standard. Nein, Moment. Tap? Nein, das war nicht Tap. Ah, mit Tab wechsle ich aber schnell die Muni. Oh. Nee, das. Zahle den Preis! Ich dachte, G war's. Aber das war's nicht. Oh, jetzt hab ich einen Trank eingesetzt. E, G. Ah, hier ist der Trickschlüssel. Oh, ich hab. Crew vergessen einzusetzen. Was geht's bei mir weiter oder sollen wir zum Gespräch gehen? Zum Gespräch. Was geht's hier weiter? Ich glaube schon. Wollen wir zum Gespräch? Hier geht's nicht weiter, oder? Sieht. Ah, doch. So aus. Sieht so, ja, gehen wir zum Gespräch. Guck mal, schon wieder ein Level, wo wir nicht unser süßes kleines Pferdle einsetzen dürfen. Ja. Das sind voll pferdehassende Entwickler. Weil die haben jetzt ein Level gemacht und auch da waren, waren Pferdeblocker drin. Hier ist noch Fährmannswünsche. Ich stelle mal alle Grafik hier auf Mittel. Weil irgendwie hat OBS manchmal FPS-Drops. Okay. Ein Fährmannswünsche. Das ist wichtiger. Oh, Achievement. Sieh dich um, Bruder. Der glühende Ehrgeiz von Dämonen, die das Gleichgewicht stören wollen. Darum kämpfen wir. Aber was ist mit Wulgrim?
Kippt die Waage nicht, wenn wir ihm helfen? Er will den Glutkern ja ganz sicher nicht zur Dekoration. Wir brauchen seine Informationen. Was auch immer Lucifer vorhat, geht weit über Wulgrim und seine Pläne hinaus. Der Rat wäre nicht erfreut, wenn er wüsste, dass wir gefährliche Artefakte gegen Informationen tauschen. Wir tun, was nötig ist. Für die Mission. Falls Wulgrim eigene Ränke schmiedet, kümmern wir uns auch um ihn. War, entspann dich. Ich zieh dich nur auf. Beenden wir das, bevor mir die Haut schmilzt. War. Felix? Ja? War dein Bruder gerade da? Yep. Ah. Warte, war da oben noch irgendwas? Da ist eine Truhe, die hast du geöffnet. Dahinter? Nix. Oder? Oh, halt. Gegner. Ah, ein Goldballon. Zack, Nummer 3. Aber hier scheint es auch weiter zu gehen. Nee, hier ist eine Truhe. Oh, es ist ein... Oh, schade. Ich wollte eine neue Fähigkeit. Nö. Aber da... Oh. Drei Dinger, die da rausgeploppt sind. Erstmal equippen. Not bad. Es gibt noch einen Gesundheitsstein auf der Map, 5 Fährmannsmünzen, einen Schlüssel und eine Tür. Wobei in der Tür sind wahrscheinlich auch wieder einige an den Fährmannsmünzen. Also haben wir doch schon ganz gut viel entdeckt. Naja, equippen wäre ganz gut. Ich kann noch Quests einlösen. Ich habe keine Quests fertig. Hast du keine 50 Fährmannsmünzen? Nee. Echt jetzt? Yep. Hey, am ersten Level habe ich doch ein paar nicht genommen. Ach so. Oh. But why? Ich weiß nicht, ich hab die nicht. Ich bin da nicht hingekommen. Oh. Es gab 50. 50. Was 50? 50 Fährmannsmünzen geben 1000 Seelen und ein Achievement. Mhm. Ja, du wirst bestimmt noch welche finden. Ja. Hui! Hui! Okay, mal gucken. Kann ich was shoppen? Ah, vielleicht kannst du jetzt hier auf den Tränkeladen zugreifen. Nope. Nicht? Nope. Echt jetzt? Mhm. Hä? Okay, dann ist da irgendwas buggy. Nett. So, soll ich was auf? Was? Tränke füllen eine Zornheit ein. Auf Donnerschlag. Statikschuss. Nö, ich kauf mal nix. Ich habe mir noch kurz meine Zornsteine gekauft. Okay. Aha. Ah, es sind ja zwei. Ich dachte, du wärst mir jetzt schon hinterhergesprungen. Schluss mit den Tricks. Execution. Lost Calling. Ich war noch mehr hinterhergesprungen. Goldbarren müssen wir noch finden. Hier gibt's nichts. Das sieht mir jetzt aber auch schon sehr bossmäßig aus. Ja, ne? Hab ich mir auch gerade schon gedacht. Ah, hier ist die Map. Cool. Okay. Verpasst haben wir nichts. Nichts. Ah, wir haben aber doch noch eine Ebene. Ja. Und das Boss-Symbol ist auch noch nicht hier. Es gibt ein Boss-Symbol. Es gibt aber einen Verlieseingang und... Ach so, da drüben ist die Tricktür. Oh. Na, oh. Shit, mach nochmal. Hä? Warum? Oh Gott, warum läuft denn der so? Warte, hier oben ist ein Schalter. So. Ja, kann schon. Yep. Warte, ne, gehen wir erstmal zur Tricktür oben. Yep. Da ist auch eine Fährmannsmünze auf. Okay. Haben wir beide Schlüssel? Nee, aber den zweiten kriegen wir auch erst später. Ja. Sie braucht immer einen Schlüssel zum Öffnen. Okay.
Und zur Not kaufen wir einfach wieder. Wir cheaten uns durchs Game. Ja, es ist kein Cheaten, wenn das Game die Möglichkeit vorgibt. Ich weiß. So, und hier kann man noch irgendwas machen. Dann müssen die Rohstoffe dafür auch hier sein. Der ganze Laden ist eine Schmiede. Bestimmt liegt hier irgendwas herum. Okay, das war's schon. Wow. Ja, aber wir haben Einblick in die coole Schmiede bekommen. Das war ja schon fancy. Dun, dun. Oh, das war gerade richtig schön smooth synchron, Felix. Ja. Muah. Nicht schlecht. So, guck mal, da warten die schon. Da warten die schon, diese kleinen Drecksäcke. Ah, jetzt kommen sie rausgeschissen. So, erstmal Fettstrahlenschuss. Gibt's nice. Da noch irgendwas? Ne, wir haben alles. So weit, so gut. Gut, dann. Auf ins Verlies. So, der Brennofen. Ah, ist das heiß hier drin? Ah, oh, ah, that's hot. Ah. Dass ich keine alberne Maske trage. Ach, das ist keine Maske? Oh, mein Beileid. Alter. Schatz feiert. Es gibt hier zwei Fährmannsmünzen und einen Trickschlüssel. Nee, oh Gott. Aber wir müssen erst noch, glaube ich, ans Weiter springen. Das war ein sick Burn. Ach, Mann. Okay. So, da unten ist die Fährmanns. Was war das? Ah, das waren Goldbarren, diese levelspezifischen Dinger. Oh, das war zu hoch. Ich lande einfach hier. So. Da ist die Fährmannsmünze. Ich glaube, wenn wir hier hochgehen, dann kommen wir dem Trickschlüssel auch entgegen. Okay. Ja, da ist er. Wie kommen wir da hin? Springen. Oh. Hä? Oh je, warten wir uns da oben. Ah, nee. Das ist ja jetzt voll unerwartet. Oh, da war. Oh! Also, wenn die Viecher direkt einem in der Fresse explodieren, dann machen sie Damage. Ja. Und nicht gerade wenig. Oh, hier ist auch noch ein noch mehr Gegner erstens. Und eine Fährmannsmünze ist hier auch nochmal versteckt. Oh. Lass dich executieren. Ich geb dir einfach wieder von hinten Deckung. Oder wir bleiben einfach beide hier hinten. Ja, ich schieß vielleicht mal damit. Oh nein, der kann springen! Nein. Anni! Oh Gott! Ich bin wieder raus. Tschüss! Okay. Ich lass dich einfach die ganze Arbeit machen. Ich meine, du bist Krieg, ja? Ich bin nur. Du bist irgendwie 70 Level über mir. Ja, aber nee, ich strife nur durch die Gegend. Das ist einfach nur vom Namen her schon gegeben, dass du alles machen musst. Ja, okay. Nein! Au, Lava. Wie kommt man? Du musst springen. Da kann man oben stehen. Nein. Hast du sie? Annie! Au. Ich besitze. Ich verbrenne mir einfach mein tolles, süßes Antlitz. Jetzt endlich. Okay. So, ja. Was bist du denn für ein süßes Ding? Yay, die Gießerei. Souls on you. So, wir müssen noch finden insgesamt eine Truhe. Das war's. Wir haben sonst alles. Gut. Und die Truhe ist auch... Ist erstmal vielleicht 100%? Maybe. Relativ auf. Ja, tatsächlich. Im ersten Bieter haben uns ja diese Viecher gefehlt. Wow. Ja, so wäre ich jetzt nicht gesprungen. So, C war's. Aber warte, wir sollen irgendwie die Schmiede befeuern. Mach ich das gut? Okay.
Das war... komm. Ach komm, das war doch genius. Ja. So, ach, wow. Da fällt was. Hui. Zack. Oh. Ach du, nee! Ich glaube, du musst auch ein bisschen höher klettern. Ja, ist mir auch aufgefallen. Ich hänge jetzt. Echt? Nicht schlecht. Au. Warum ist da plötzlich, warum kommt da so ein Zeitticken? Hä? Oh. Ich weiß nicht. Felix! warte. Nein! Ja. Nein. Ich glaube, man muss rechts. Okay, ich glaube, du kannst. Hoch. Oh nee, da kommt Lava. Lava? Oh. Respawn beschränkt. Ja, dann hab mal Spaß. Ja, und nach oben. Das wäre jetzt richtig episch, hätte mich da nicht runtergehauen, ne? Ist das die Art von Spaß, die du wolltest, Bruder? Ja, ich find's spaßig. Oh ja, ich amüsiere mich hier prächtig. Junge, du bist tot. Ja, deswegen amüsiere ich mich ja prächtig. wo muss ich springen? Da sind Holzbalken. Oh. Ja, du kannst auch mal höher. Hallo. Hey, guck mal, erster. Ach komm. Haben wir eine Truhe verpasst? Oh, guck mal. Achievement. Durchquere den Parkour ohne zu sterben, habe ich bekommen. Was? Ach komm, ey. Das ist traurig. Oh, wait, ich kann doch in den Laden gehen von die. Doch? Ausweichen 2. Ah, ich kann cool. Ausweiden 2. Ausweich-Kombo. Ja, die kann ich auch. Oh ja, die ist ganz gut. Sprint kann verlängert werden. Stimmt. Das ist auch gut. Muss man die jetzt irgendwie ausrüsten? Oder klappt das? Oh, ich habe gerade Sachen für Strife geholt. Ich bin so dumm. Klappt das automatisch? Warum habe ich das getan? Oh, es klappt automatisch. Nice. So, hier ist noch so ein bisschen vor uns. Genau, da ist eine Truhe. Ich sehe unter uns den blauen Umriss von einem großen Gegner. Nee. Kann gar nicht sein. Oh, hey, ein großer Gegner. Na, ja, was ein Zufall. Ich schieße einfach und du drückst den. Ja, ja. Er läuft einfach weg. Das juckt ihn nicht. Cool. Wollen wir da rüber? Vielleicht ist da noch eine Truhe. Ja, klar, geh. Hä? Ich glaub's, man kann nicht hin. Nee, weil oben ist die Truhe. Oh. Meins. Ja, okay, das ist nur so eine normale Vorrat vorm Boss-Truhe. Okay. Dann haben wir jetzt einen richtig, richtig süßen, fetten Typ. Ich habe ihn schon angehittet, der sollte jetzt mittlerweile Half-Life sein. Oh. Ja gut, vielleicht auch nicht. Er kann auch Fernkampf. Okay, zieh dich zurück, das ist nur mein Gegner. Okay. Oh, nein, okay, just kidding. Du darfst mir die kleinen Hunde vom Hals halten. Okay, dann mache ich dies. Tja, er schießt langsam, oh Gott, aber er schießt stärker. Oh nee! Böse Hunde. Ah, nein! Oh, ich natürlich renne ich auch noch ins Feuer. Komm, weißt du was, ich trinke einen Heiltrank. Oh, die haben noch Abklingzeit, die Heiltränke. Ich weiß. Ah. Oh, da kommt Lava. Oh, Lava! Wohin? Kann ich mal irgendwie krass ausweichen? Ich gehe einfach raus aus der Arena. Genau.
Ach so, natürlich. Ah, ich schieß nicht. Oh, er ist hinter mir. Das Wölfchen lebt ja auch noch. Nee, er ist auf meiner Seite. Hui. Der Wolf war auf meiner Seite. Gib ihm. Du stirbst gleich. Hast du einen Heiltrank? Ich kill ihn gerade. Was? Er ist gefinished. Was? Mit F konnte man ihn schon bei Half-Life irgendwie. LOL. Okay, das war aber auch ein cooler Fight. Ja. Mir fehlt irgendwie ein bisschen mein Damage. Ja, ja gut, aber wir spielen ja auch schwer und du hast irgendwie ein Power-Level von 120. Ja. Okay, dann machen wir mal hier auf, ne? Ganz ehrlich, ich finde das Spiel richtig geil. Ich finde es echt auch nice. Das muss der Glühkern sein. Ich hatte so das Gefühl oder die Befürchtung, also es gab ja jetzt eine längere Zeit nur Darksiders 1 und 2. Und man wusste zwar schon, dass die dritte Reiterin dann irgendwie Magie-Peitsche hat und der vierte Reiter ist ein Fernkämpfer. Und da habe ich erstens gehofft, dass der dritte Teil, falls noch einer kommt, dass der erstmal mit Fury spielt. Weil ich fand das Prinzip so mit Peitsche viel geiler. Und dann hatte ich aber auch die Fürchtung, wenn es jetzt ein Darksiders 4 gibt mit Strife, dass es ein Ego-Shooter wird oder so. Und dann konnte ich das echt nicht einschätzen, so weil der hat ja seine zwei Knarren Gnade und Erlösung eigentlich. Und oh, warte mal, storytechnisch sollten wir doch auch in dem Teil erfahren, wie die beiden Waffen weitergegeben wurden. Eine Waffe hat ja der schwarze Hammer im ersten Teil gehabt und die zweite Waffe hatte... Von wem hat man die zweite Waffe im zweiten Teil bekommen? Kann man die kaufen? Ich weiß es eigentlich nicht mehr. Also irgendwie war aber seine zweite Waffe ja auch bekommbar. Dann sollte ihn einer von uns holen. Ah, möchtest du, dass ich es tue? Ich geb dir Deckung. Ja, dann lauf mal. Was? Ich wusste es. Was jetzt? Ein Einsturz? Wellen von Gegnern? Wir haben bereits alle getötet. Hab ich dir nicht gesagt, es würde spaßig werden? Cool, guck mal, ich stehe auf Lava. Wow. Yes. Und wir haben jetzt einfach Glutkern mit der Macht von 1000 Sonnen. Nice. Jetzt sind wir stark. Vielleicht ist jetzt endlich die bei mir da. Also bei mir steht es hinten rechts. Nee, sie ist immer noch nicht da. Okay. Ja, die. Keine Ahnung, ist schüchtern. Die zeigt sich nur gegen Strife. Die kann nicht mit Männern reden. Hä? Schön, euch zu sehen, Reiter. Ich war nicht sicher, ob ihr zurückkommt. Sei nicht zu enttäuscht. Hey, hast du hier umgeräumt? Die Leere ist stetig im Wandel. Sie fließt. Alles verändert sich. Hier gibt es Geheimnisse zu entdecken. Cool? Wir haben den Glutkern, aber noch immer keine Spur von Lucifer. Was dich der Spitze meiner Klinge näher bringt. Wie ich sagte, hängt zusammen. Der Glutkern wird als Energiequelle dienen und als Leuchtfeuer. Ich habe nur ein Rumoren gehört, doch um Luzifers Spur aufzunehmen, um die Dämonen zu finden, mit denen er konspiriert, müssen wir ein allsehendes Auge mit dem Kern verbinden. Und lass mich raten, deins hast du zufällig verlegt. Ich weiß von einem alten Tempel, der ein solches Artefakt birgt. Meine Schlangenlöcher bringen euch hin. Und dieses allsehende Auge führt uns zu Lucifer? Einen anderen Weg wüsste ich nicht. Dann werden wir es besorgen. Doch ich warne dich, Dämon. Vergeude nicht unsere Zeit. Würde mir nicht im Traum einfallen. Cool. New Mission! Okay, ich hab voll wenig Seelen. Ich hab mir auch ein paar Fähigkeiten gekauft bei dies. Münzen sind überall. Haltet die Augen auf. Okay. Ich kaufe mir nichts. Wenn diese Leere die ganze Zeit im Wandel ist,
Ist das da? Oh, guck mal, da hinten können wir was machen. Ich lag in dem Boot. Okay, jetzt ich mal. Hä? 3, 6, 9, 10, 11. 11. Wieso 11? Hä, was für 11? 3, 6, 9. Nee, 12. 10, 11, 12. Und ein großer, also 13. Oder? Irgendwie schon. Keine Ahnung. Mal sehen. Oh, wir hätten... Oh, zerstöre 25 Fässer oder Kübel in der Inferno-Kammer. Da könnten wir eigentlich noch was... Oh. Okay. Interessante Quests. Okay, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's weiter mit Kapitel Nummer 4. Der Eisbahnhöhle, das ein empfohlenes Power Level 380 ist. Aber hey, guck mal du, oh, dein Power Level hat meins sogar schon überboten. Echt jetzt? Mhm, 234 zu 229. Nice, nicht schlecht. Und was, die Schwierigkeit auf schwer? Ach, 380. Also haben wir wirklich alles gefunden, ne? So. Wow. Aber ich habe jetzt 245. Jetzt habe ich dich wieder. Wow, wie? Einfach stärker werden. So, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter und Felix. Ciao.